Also ich bin sehr froh, in der Nähe von meiner Familie wohnen zu können und auch sehr dankbar, dass ich bei dem Entstehungsprozess der Wohnung quasi mitentscheiden durfte. Zum Beispiel würde ich nie eine Wand in einer Farbe streichen, das konnte ich einfach dort super umsetzen und auch die Böden selbst aussuchen und dafür bin ich sehr dankbar und glücklich. Ich bin Anne, ich bin 24 Jahre alt und ich wohne in dieser Wohnung mit meinem Verlobten Max und unserem gemeinsamen Hund Louis und wir wohnen hier auch schon seit 5,5 Jahren. Ich liebe auf jeden Fall die hohen Decken hier im Wohnzimmer sehr, sehr gerne und auch den Gedanken, dass das die erste gemeinsame Wohnung von meinem Verlobten und mir ist und wir immer noch hier wohnen und auch super viele Erinnerungen quasi hier teilen können und auch immer sehr gesellig hier sind. Ich möchte in meinem Zuhause das Gefühl von Gemütlichkeit, natürlich auch von Ordnung und Herzlichkeit vermitteln, damit sich hier auch jeder wohlfühlt. Mein Studium, was ein Modemanagement-Studium war, hat mich sehr auch in meiner Einrichtung quasi beeinflusst. Mir war super wichtig, ein Ankleidezimmer zu haben, einfach um auch meine Kleidung, meine Handtaschen mir auch anschauen zu können. An der Mode mag ich, dass einfach jeder sich selbst so ausdrücken kann, wie er das möchte. Es ist für jeden was mit dabei und ja, jeder kann sich so anziehen, wie er das möchte und das gefällt mir sehr gut daran. Mein Stil ist verspielt und süß, aber andererseits auch wieder super clean. Und einen Tag kann ich zum Beispiel wie heute in einem süßen Kleid sein und am nächsten Tag in einer richtig coolen Jeans mit Tanktop. Am besten gefällt mir in unserem Wohnbereich unser Marmorblock. Den liebe ich sehr, sehr gerne. Den haben wir auch schon länger. Den Marmorblock kann man zum Beispiel wie jetzt sehr schön mit Blumen stylen, also auch 90% der Zeit stehen da auch immer Blumen. Genau, oder auch mit diesem Marmortablett finde ich sehr schön und natürlich auch mit Coffee Table Books. Den Tisch gibt es auch in ganz vielen unterschiedlichen Farben und wir haben auch noch ein paar mehr davon und auch in unterschiedlichen Größen und den könnt ihr auch übrigens bei Westwing nachshoppen. An unserem Essbereich mag ich sehr gerne, dass er offen und freundlich ist und man auch in die Küche gucken kann. Sprich, wenn jemand kocht, dann ist es immer super gesellig. Dadurch, dass die Stühle weiß sind, musste ich mir dann natürlich auch Gedanken machen, ob man sie gut reinigen kann. Und das geht super easy. Ich nehme einfach immer einen Lappen, mache ihn etwas feucht und gehe über die Flecken drüber. Und ich muss sagen, bis jetzt konnte ich jeden Fleck so entfernen. Bevor es weitergeht, helfen wir euch, eurer Küche ein Upgrade zu verpassen. Schaut in unserem Shop vorbei und findet eine riesige Auswahl an allem, was eure Küche zum Lieblingsort werden lässt. Unsere Freizeit hier in der Wohnung verbringen wir sehr häufig auf der Couch, da wir beide sehr, sehr gerne Serien und Filme schauen und Louis ist dann auch immer mit an Bord. Der Louis kann auch ein paar Tricks. Wenn wir hier nicht nur Serien schauen, dann übe ich mit dem Louis ganz fleißig ein paar Tricks. Das Hundespielzeug von Louis mussten wir auch natürlich etwas verstauen, da ich es ja auch sehr clean mag. Und da habe ich ihn einen kleinen Korb gekauft und habe den auch personalisieren lassen. Und da lassen wir immer seine ganzen Spielsachen drin verschwinden. Da unser Stil sehr schlicht und clean ist, probiere ich natürlich auch immer durch ein paar Blumen etwas warme Elemente in die Wohnung zu bringen oder auch durch ein paar Beige-Töne, da die Grautöne natürlich sehr kühl wirken können. Und genau, ein paar frische Blumen tun da auch immer schon ganz viel. An unserem Schlafzimmer mag ich sehr gerne unser Bett. Das ist ein großes Boxspringbett, das super bequem ist. Und ja, durch unsere schöne Federlampe über dem Bett macht das alles auch ein bisschen gemütlicher. Unser Bett halten wir sehr schlicht. Eine Überdecke für tagsüber gibt es nicht. Einfach auch der Einfachheit halber, damit man morgens beim Bettenmachen nicht so viel Zeit mit der Deko für das Bett verschwendet. Apropos clean und schlicht, unser Bad ist auch einfach gehalten mit wenigen Deko-Elementen, da wir es einfach super clean und ordentlich mögen. Unser Outdoor-Bereich besteht aus einer Dachterrasse und einer Terrasse vor unserem Eingang, da wir leider keinen Garten besitzen. Und vor
2 oder 3 Jahren haben wir unsere Terrasse quasi durch die Dachterrasse erweitern lassen. Sprich, wir haben etwas Dach von unserer Garage abnehmen lassen und quasi die Terrasse einfach erweitern lassen. Auf der Terrasse verbringen wir unsere Zeit gerne gemeinsam mit Louis. Wir haben unsere Terrasse auch geschützt, dass der Louis quasi uns nicht abhauen kann. Und wir verbringen unsere Zeit da sehr gerne mit einem Iced Coffee und ja. Wenn euch das Video gefallen hat, findet ihr noch weitere Videos zu dem Thema modernes Wohnen hier in den Playlisten. Das war's von mir. Tschüss!